Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Der FC Bocholt wird anstoßen. Weiße Trikots, schwarze Hose, schwarze Stutzen. Von rechts nach links in der ersten Halbzeit. Und Rot-Weiß Oberhausen ganz in Rot von links nach rechts. Oder auf die Abwehrspieler, wenn sie den Ball haben. Währenddessen erstmal wieder Rot-Weiß Oberhausen auf dem Weg nach vorne. Und mit dem ersten Abschluss des Spiels in Richtung des Tores durch die Nummer 11, Sven Kreier, den Kapitän. So, kurz ausgeführt und dann ist das 1:0 für Rot-Weiß Oberhausen. Quasi aus dem Nichts in der fünften Spielminute. Ja, das ging flott für die Gäste. Schauen wir natürlich auch mal nochmal drauf. Hier kommt der Pass und dann schön von Tim Winking gelöst, dem Kapitän der Bocholter. Und eiskalt hier verwandelt zum 0:1 oder auch 1:0 aus Sicht der Gäste. Da reinzukommen, auch der Pass kommt nicht an. Somit wieder die nächste Chance für Rot-Weiß Oberhausen. Rino Rekscher dieses Mal. Ja, bei Bocholt genau das gleiche. 2 Siege, Schalke, Köln, ein Unentschieden. Sie wollen mich aber nicht sprechen lassen. Sven Kreier mit dem 2:0 für den rot-weißen Tross, der hier übers Spielfeld pflügt. Werfen wir auch nochmal einen Blick drauf natürlich. Da sehen wir es. Sven Kreier aus der Distanz. Sebastian Wickel überwunden und geschlagen zum zweiten Mal in diesem Spiel. 12. Spielminute. Bei Oberhausen mit einer Dreierkette. Währenddessen geht es schon wieder nach vorne. Doro steckt den Ball durch. Und Kreier muss nur noch einschieben am Torhüter Sebastian Wickel vorbei. 3:0 aus Sicht der Gäste. Und das in der 21. Spielminute. Da sehen wir es nochmal. Wickel kommt weit raus, verschätzt sich da so ein bisschen. Und dann ist es Kreier, der den Ball nur noch an ihm vorbei ins Tor buxieren muss. Vielleicht mal ein langer Ball Richtung Platzek. Pfosten. Jetzt kommt auch noch Pech dazu für den ersten FC Bocholt. Links raus auf Völke. Wie gesagt, die Position kennt er noch von letzter Woche. Schlecht geklärt. Bugler mit der Möglichkeit. Links am Tor vorbei. So, währenddessen jetzt Oberhausen wieder auf dem Vormarsch. Kreier gerade vorhin so ein bisschen festgehalten worden. Kreier! Und das ist das 0:4. Tor Nummer 3 am heutigen Tag für den Kapitän der Rot-Weißen aus Oberhausen, Sven Kreier. Schauen wir natürlich auch nochmal drauf. Hier sehen wir es. Der Ball von links und dann Kreier. Ja, ich will nicht sagen, Mutterseelen alleingelassen am Pfosten. Beckert schafft es Richtung Platzek, Bugler, Platzek weiter am Ball. So, vielleicht jetzt über Schumacher links, jawohl. Lorch wäre in der Mitte, zeigt an, dass er durchlaufen kann. Ball bei Platzek. Und dann der Distanzschussversuch, der allerdings Bugler anschießt. Und somit auch wieder versandet. Holt wechselt nach der Saison bzw. zur neuen Saison ab dem 1.7. zu Alemannia Aachen. Kreier überspielt Wickel und netzt zum 4. Mal. Unfassbar. Wickel ganz weit draußen aus seinem Tor. Und Kreier nimmt sich die Chance. Hier sehen wir es nochmal. Wickel ganz weit draußen. Kreier nimmt sich die Chance. Überspielt ihn. Und netzt zum 5:0 aus Sicht der Gäste.
direkt im Anschluss die Pressekonferenz mit Andreas Rückers. So, jetzt vielleicht nochmal die Chance und da ist es doch, das Tor. Der Anschlusstreffer, 1:5, Sascha Völke. Schauen wir auch nochmal drauf, über die linke Seite, erst relativ unspektakulär, aber dann nimmt er sich ein Herz, der Völke. Und hämmert den Ball einfach mal seitlich ins Tor zum 1:5. Dennis Donkor, schneller als alle anderen. Und hinten wartet Kreier. Fast das 6:1 aus Sicht der Gäste. Werfen auch nochmal einen Blick drauf. Erst Donkor schneller als alle. Und dann Kreier. Knapp übers Tor vom 1. FC Bocholt drüber. Während die beiden Jungs, Kevin Grund und Marcel Platzek, vom Feld gehen. Und das war's. Schiedsrichter Ivan Mirkay pfeift das Spiel ab. Dementsprechend dann doch nicht ganz so lange gedauert. Die Unterzahlsituation mit 1:5 verabschiedet sich der 1. FC Bocholt aus der Saison. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.